Wir sehen uns auf reitschuster.de. Hallo. Hier hinter mir wird in Kürze die Bundespressekonferenz beginnen, in wenigen Minuten. Ich hätte gerne drinnen persönlich meine Fragen gestellt, aber wir müssen leider draußen bleiben. Sie wissen das, es gilt jetzt 2G, wer nicht geimpft ist, wer nicht genesen ist und wer einfach seinen Gesundheitsstatus als Privatsache auffasst, der darf hier nicht mehr rein. Ich halte das für hanebüchen, ich halte das für eine grobe Verletzung des Grundgesetzes und man kann zwar online noch Fragen stellen, aber das ist etwas ganz anderes, als wenn man sie direkt stellt. Und ich möchte jetzt ein paar Fragen, die online schwierig zu stellen sind, möchte ich jetzt hier stellen. Zum Beispiel laut Wochenbericht des Robert-Koch-Institutes sind in etwa 1400 plus etwas Menschen gestorben in den letzten vier Kalenderwochen. Da wird dann die Zahl der Geimpften aufgeführt, das ist in etwa die Hälfte. Wenn man dann aber die Tagesberichte anschaut, dann sind das viel mehr Verstorbene durch und mit Corona in dieser Zeit. Das Gleiche hat man bei den symptomatisch Erkrankten. Da sind es auch, ich glaube, etwas über 400.000. Wenn man aber die Tagesberichte zusammenzählt, dann sind das viel, viel mehr. Wie kommt diese Diskrepanz der Zahlen zustande? Frage ans Gesundheitsministerium. Ist da irgendetwas generell faul mit den Zahlen oder ist die Basis, anhand derer man die Impfdurchbrüche, früher hieß das Impfversagen, berechnet, ist die schlicht und einfach falsch? Hätte ich heute gerne gefragt, hätte ich gerne eine Antwort gehabt und auch die Möglichkeit zum Nachfragen. Andere Frage zum Beispiel, warum ist es so, dass man wochenlang hier beteuert hat, die Impfstationen seien vor allem mit Impfstationen, sage ich schon, ein freudscher Verbrecher. Die Intensivstationen seien vor allem mit Ungeimpften belegt, das aber dann der Divi-Chef Marx im Bundestag hier um die Ecke gesagt hat, dass man keine Ziffern hat. Weitere Fragen. Bis heute wird das nicht klar beantwortet, wie es aussieht mit den Testungen und damit, ob da der Impfstatus erhoben wird oder nicht, weil dann berechnet man ja die Inzidenz, man sagt, das sind vor allem die Ungeimpften. Hunderte Fragen gäbe es dazu, die man auch hier mündlich fragen müsste, um dann auch nachhaken zu können. Weitere Frage, der Ex-Gesundheitsamtschef Dr. Pürner, Epidemiologe, sagt, 2G sei brutal und mache überhaupt keinen Sinn, weil es ja erwiesen ist, dass Geimpfte das Virus auch weitergeben. Wenn, dann müsste man testen, sagt er. Warum ignoriert die Bundesregierung diese Erkenntnisse? Warum lässt es die Bundesregierung zu, dass hier massivst Hass und Hetze gegen Ungeimpfte geschürt wird? Warum ist die Bundesregierung bis heute nicht in der Lage, ein klares Konzept für Genesene zu erstellen, auch mit den Antikörpern, dass man das hier länger bleiben könnte? Sie sehen schon, ich habe Fragen über Fragen. Ich könnte diese Liste jetzt sehr, sehr lange fortsetzen. Es gibt sehr, sehr viel. Und ich frage mich, warum werden hier Menschen, die kritisch sind, faktisch ausgesperrt von der direkten Teilnahme im Bundestag 500 Meter weiter, da kommt man auch noch mit Test rein und hier in der Bundespressekonferenz nicht. Das ist für mich völlig unbegreiflich. Und wie gesagt, ich mache mir da meine Gedanken und diese Gedanken, die sind nicht schön, warum das hier gilt. Es ist für mich absolut nicht nachvollziehbar und die Online-Möglichkeit, ich werde das auch weiter nutzen. Ich habe es jetzt eine Woche oder so gar nicht mehr genutzt, einfach auch aus Protest, weil ich sage, also wenn man hier faktisch vor die Tür gesetzt wird, dann muss man auch irgendwie reagieren. Aber den Gefallen werde ich nicht machen, dass ich mich dann völlig zurückziehe. Ich möchte hier jetzt nur noch mal auf das Schärfste protestieren, dass man hier als kritischer Journalist nicht mehr reinkommt aufgrund dieser neuen Regelung. Wir müssen draußen bleiben. Ich habe das ja auch hier auf diesem Huti. Ich finde das ganz, ganz traurig. Ich finde das bestürzend. Und das hat nichts mehr mit pluralistischer Demokratie zu tun.
weil wenn es wirklich nur um die Gesundheit geht, dann ist ein Test, kann man sagen, okay, dann ist die große Frage, warum sitzen vorne auf der Bühne die Regierungssprecher immer noch ohne Maske und warum müssen dann nicht alle eine Maske tragen? Bald wird das hier eine große Szene von Karl Lauterbach, der dann ständig auftritt. Den würde ich gerne einiges fragen, aber das geht ja nicht mehr. Danke, dass Sie mitmachen. Danke, dass Sie mich unterstützt haben. Es gab ja wieder Versuche, mich auszuschließen. Da ist jetzt juristisch im Moment, glaube ich, ist das zunächst erstmal von der aus dem Feld. Ich hoffe, das bleibt auch so. Da war und ist Ihre Unterstützung ganz, ganz wichtig. Ich bleibe dran, das verspreche ich. Ich lasse mich nicht unterkriegen. Also zumindest bin ich sehr entschlossen, das nicht zu tun. Und ich bleibe auch hier dran und dann eben online in einer unfairen Art und Weise in meinen Augen. Alles Gute, danke, ciao. Ja, und etwas habe ich noch vergessen, eine wichtige Frage, ganz, ganz viele hätte ich noch, aber eine wichtige hätte ich doch noch stellen wollen unbedingt. Es gibt laut Gesundheitsministerium pro Jahr, wenn ich die Zahl richtig in Erinnerung habe, 127.000 Tote infolge von Tabak und Tabakkonsum in Deutschland. Jedes Jahr. Wir haben inzwischen durch Corona in knapp 2 Jahren etwa 100.000 Tote. Also hier in 2 Jahren 234.000. Wenn ich richtig rechnen kann, oder 254, Entschuldigung, selbst das Rechnen fällt mir inzwischen schon schwer. Bei Corona sind es etwas über 100.000. Nun können Kritiker meiner Position können sagen, naja, das ist durch die Maßnahmen so, ja, aber dann muss man nach Schweden schauen. Und da waren die Maßnahmen, gab es Maßnahmen, ja, aber die waren demokratisch, die waren in meinen Augen vernünftig, die waren mit Augenmaß. Und dann ist die große Frage, wie verhält es sich da? Also warum werden dann nicht Raucher ausgegrenzt, weil sie auch Intensivbetten Beschlag nehmen können? Warum grenzt man dann nicht Adipöse aus? Also Dicke, um Gottes Willen, ich traue mich ja schon fast gar nicht mehr, das zu sagen, weil wenn die das da drin hören, dann machen die das vielleicht am Ende auch noch. Also da bekommt man ja schon wirklich Angst, muss ich sagen. Ganz klar sagen, weil wer weiß, was die dann alles noch für Ideen haben. Und ich hätte dann auch noch gerne gefragt, warum man zum Beispiel im Sommer noch geschrieben hat, man sieht keine Notwendigkeit, die Reserve bei Intensivbetten auszubauen. Da gibt es einen Schriftwechsel. Das war in einer Antwort auf die Anfrage eines FDP-Abgeordneten. Warum wurde das im Sommer so gemacht und warum wird das nicht gefragt? Jetzt sind ja an allem die Ungeimpften schuld. Also Sie sehen, Fragen über Fragen, die man aber leider inzwischen nur noch online stellen kann und da sind sie natürlich viel, viel weniger wert, weil man nicht nachfragen kann, wenn man es nicht erläutern kann, weil es dann anders oder teilweise verkürzt vorgetragen wird. Ja, bittere Zeiten. Nichtsdestotrotz hier, das ist der Eingang zur Bundespressekonferenz, hier hinter mir stehen auch die Wagen von einigen Pressesprechern, mit denen Sie vorgefahren werden. Alles Gute, danke, ciao. Ja, und noch etwas, wenn ich schon hier bin an der Bundespressekonferenz. Es wird ja immer so viel von Klimaneutralität gesprochen. Und ja, Sie sehen hier die ganze Wagenreihe der Sprecher. Und da frage ich mich, warum man da nicht innerhalb von Berlin dann zum Beispiel mal radeln kann, wie ich das ja auch oft mache. Wobei man dazu sagen muss, halt, es gibt hier wirklich schon erlebt, es gibt einige Sprecher, die mit dem Rad vorfahren. Das muss man wirklich sagen, einige auch zu Fuß. Aber wenn man ständig von den großen Klimazielen redet, dann könnte man ja auch hier im Alltag mit gutem Beispiel vorangehen. Es ist ja noch nicht ganz so kalt jetzt. Danke, alles Gute, ciao. Ja, das ist etwas kalt jetzt hier, aber jetzt stelle ich die Fragen im Online-Tool hier auf diese Art und Weise. Aber wie gesagt, es ist halt nicht das Gleiche, wie wenn man rein kann, nachfragen kann und dann auch ein Dialog möglich ist. Und vor allem ist es verdammt kalt bei den Fingern. Danke, ciao. Ja, und noch einen Nachklapp, einen unglaublichen. Ich wollte gerade mit meinem Ausweis hier in den Deutschen Bundestag und das geht
problemlos. Nicht mal 3G. Man sagte mir, nein, wir kontrollieren das hier am Eingang nicht. Also ich könnte wunderbar, ohne Test, ohne alles, könnte ich hier in den Bundestag, während ich 100 Meter gegenüber in die Bundespressekonferenz ohne 2G nicht hereinkomme. Völlig verrückt. Als ich dann sagte, wirklich keinen Test, sagten sie, ja, sie müssen ja eh von ihrem Arbeitgeber getestet sein. Und da musste ich dann ein bisschen lachen, von meinem Arbeitgeber getestet sein. Ich bin freier Journalist und da gibt es ja einige deutsche Behörden 2021. Mit dem Verstand schwer zu verstehen. Aber jetzt alles Gute. Ciao. Ja, das war der Abschied von Herrn Seibert von der Bundespressekonferenz und erstaunlich, zwei Leute im Auto, beide ohne Masken. Also offenbar nimmt man es dann selber doch nicht ganz so genau mit den Vorschriften, die man anderen aufzwingt. Das war für mich ein erstaunliches Moment. Alles Gute, danke, ciao. Wir sehen uns ja, und ein kurzes Backup. Eine meiner ganz engen Verwandten in Bayern 17 wollte sich nie impfen lassen, hat sich dann entschlossen, faktisch unter Druck, obwohl die STIKO sagt, man darf nicht das soziale Leben von Jugendlichen abhängig machen von der Impfentscheidung. Und ich rede auch nur vom Nürnberger Kodex. Sie hat sich entschlossen, dann wirklich notgedrungen, erpresst in meinen Augen, sich impfen zu lassen, wird dann geimpft mit 17 und der Arzt impft sie mit Johnson & Johnson, das erst ab 60 empfohlen ist und auch gar nicht zugelassen für unter 18. Und sie sagte, der Arzt, dem war das auch alles so egal, der hat ihr dann auch noch das Pflaster neben die Einstichstelle gestellt, von wegen Aufklärung oder dergleichen. Das erfuhr sie erst später, dass es Johnson & Johnson war. Das ist in meinen Augen kriminell. Es ist unglaublich, was in diesem Land hier passiert und wie die große Mehrheit der Medien und Journalisten und auch Politiker wegzieht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich schäme mich für das, was hier passiert. Auch für 2G, für diese massive Ausgrenzung. In anderen Ländern ist das nicht so. Ich habe mich viel unterhalten, Großbritannien, osteuropäische Länder, da sagt man, Impfstatus ist Privatsache. Und hier, wir haben einen Impftotalitarismus hier. Das muss man ganz klar sagen. Die Menschen werden ständig aufgehetzt, sie werden ständig in Angst versetzt. Es ist ganz, ganz bitter, was hier passiert. Danke, alles Gute, ciao. Alle unbeantwortet sagen, warum haben wir die Leute alle nervig.